Und damit herzlich willkommen zurück zu Outlast 2. Ja, wir sind in der letzten Folge wieder in der Schule angekommen. Also, wenn das kein erstes Mal Albtraum ist. Nein, auf keinen Fall. Ist natürlich kein Albtraum, Leute. Aber was schön ist, ist halt, was hier so passiert. Dass sie hier Hangman spielen und so. Und ich bin mir immer noch nicht sicher. Ich glaube, das soll der Mathelehrer sein, vom Namen her. Ich habe leider nicht nachgeschaut, jetzt in der kleinen Pause, wie der nochmal hieß. Deswegen gehen wir. Oh. Was war das denn? Was war. Da ist ein kleiner Schatten lang gelaufen. Hallo? Schatten? Ich dachte gerade, das wäre. Diese ganze Form da wäre eine Figur. Wieso? Okay. Schön hier, oder? Ich find's ganz schön. Ist das mal Aufspiel? Mann! Dieses Knacken, ne? Zwischendurch. La la la. Ulle. Ja, wir haben ja uns am Anfang, glaube ich, für einen Weg entschieden. Warum ist denn die Maus so schnell? Naja, wir haben uns ja entschieden, dass wir da rechts lang gehen. Ich schau mal, was hier links so ist. Hier wird ja bestimmt nichts auf uns warten oder so. Nee. Auf keinen Fall ist hier irgendwo irgendwas Böses. Oder? Hallo? Nö. Mann, ey. Nur diese kleinen Schatten, die da so an einem vorbeirennen. Okay. Jesus? Jesus. Okay. Nehmen wir mal das Hängbändchen mit. Ich glaube, wir müssen das vor den Projektor legen. Ja. Ich meine, ist ja noch recht angenehm hier, ne? Warum spiele ich sowas eigentlich? Nur mal so, ich frage jetzt mal, warum spiele ich solche Spiele? Ja, hör mal auf mich so. Hä, war das nicht hier? War das nicht hier? Oder bin ich einen zu früh? Ah, ich bin einen zu früh reingelaufen. Hallo. So. Okay. Das passt ja noch nicht ganz. Kann ich da nicht hingucken währenddessen? Ja. Und da ist das kleine Mannequin. Achso. So. Hey, da komme ich nicht lang. The letters are not lined up. Okay. Ja, weil da noch keine Buchstaben sind. Achso, unforgivable, okay. Aber warum? Warum, hä? Bin ich jetzt doof? Ja, auf dem. Ne. Da drauf. Sind doch Buchstaben da. Und warum sehe ich die auf der Projektion nicht? Achso, ich muss das nach vorne schieben. Ah, alles klar. Sorry. Ich bin manchmal ein bisschen dumm. Unverzeihlich. Jetzt habe ich Angst, mich umzudrehen. Ich, wieso kann ich nicht nachladen? Habe ich keine Batterien mehr? Oh, ich habe hier keine Batterien in dieser Welt.
Oh oh. Toll, habe ich richtig gut aligned, oder? Richtig gut. Ja, aber was mache ich jetzt? Ich renne mal wieder zurück zu dem. Hier hin. Oh. Hier war vorher eine Wand. Der Ausgang. Ich muss mich ein bisschen beeilen, sorry. Weil ich habe keine Batterie. Ich kann hier nicht nachladen. Hey! Warum kann ich hier da nicht raus? Ja. Verschlossen, klar. Da ist schon wieder dieses dumme Vieh. Blinde Panik hat noch niemandem geschadet. Weißt du, wenn das Spiel mir nicht. Nö. Ich setze mich mal einfach hier rein, ist das gut? Bin ich gerade ein bisschen zu blöd? Vermutlich, oder? Boah, ja, danke. Ich habe mich gerade damit abgefunden, dass nichts da ist, ey. Mich jetzt einfach hier in die Ecke. So. Weißt du, ich habe mich gerade damit abgefunden, dass hier nichts ist. Also, dass ich jetzt irgendwie was rausfinden muss, dass kein Jumpscare kommt. Und dann kommt da schon wieder sowas. Finde ich nicht gut. Kannst du gar nicht. Ach ja, und sonst, wie geht's euch so? Ist schön, oder? Erinnert euch das auch so an eure Zeit in der Schule? Ja, darf ich nicht. Wenn er jetzt wiedergekommen wäre, ich glaube, ich hätte geschrien. Also, ich muss da hoch. Offensichtlich. Kann ich denn. Oder war das offensichtlich? Ich weiß ja gar nichts. Ich weiß doch gar nichts. Er sagt mir, er nimmt mir die Worte aus dem Munde. Munde. Warum ist das runtergefallen? Also. Klar, um mir zu zeigen, oh, da ist was. Aber. Ah. Au. So. Das habe ich irgendwie nicht als Rollwagen gesehen. Naja. Man muss ja auch nicht alles erkennen können, ne? Das ist. Ah. Oh, wie gut das gemacht ist. Ich mag das. Und natürlich ist mir nicht im Kopf gekommen, so Angriff des Tentakelmonsters, Hentai 2.0. Nein. Was filmen wir denn hier schon wieder? Ach, eine Brücke, okay. So, manchmal ist es nicht so sehr offensichtlich, was wir filmen. Uah. Schön. Da ist es.
Ich mag ja diese Ästhetik von diesen alten Minengebäuden, so, also dieser amerikanische Stil mit den roten Wänden und diese schwarzen Dächer, keine Ahnung. Okay. Ich dachte gerade, die Pflanze wäre irgendwas. Ich bin überhaupt noch nicht paranoid. Also noch ist alles gut. Habe ich doch gerade jemanden frohlocken gehört. So, ich muss da mal ein bisschen nieseln. So, damit ich euch nicht so ins Öhrchen nieserle. Oh. Ah. Ich hatte irgendwie was, so ein kleines Gefühlchen. Alles klar. Das lesen wir uns jetzt mal durch, weil ich weiß immer noch nicht, ob die Batterie abnehmen würde, wenn wir das lesen. Naja. Meine liebe Simon, mein lieber Simon, du wachst für mich immer mehr als ein Cousin, schon als wir Kinder waren, und ich hoffe, du hilfst mir, weil ich habe Ärger, besonders weil es um Medizin geht. Oh Gott. Ich sag bloß, dass ich Beulen von, glaub ich, Syphilis hab und hab Angst, dass die mich zu den Beuligen schicken, und ich hab Riesenangst und will nicht gehen. Und ich weiß, dass das Ficken nicht sicher ist, außer mit Papa, weil, mein Gott, ich kann ja. Und ich weiß, dass Ficken nicht sicher ist, außer mit Papa, weil Gott und Jesus ist von allen Krankheiten schützen. Aber Gott und Jesus schützen mich nicht, und jetzt brauche ich deine Hilfe. Gott segne und schütze dich, Atalia. Gott. Ich habe das Gefühl, weiß ich nicht. Ob das ein Unfall war, könnte sein, kann sein, will ich mich nicht festlegen. Nochmal kurz hier, was sagt er denn hier? Was haben wir denn da? Na, okay. Ich bin ja mal gespannt, was sie mit Lin angestellt haben, wenn man das so sagen kann. Und ich fliege über euch hinweg. Oh, hallo. Ein paar Mücken. Also Libellen wahrscheinlich. Oder sowas in der Art. Kann ich ja nicht runterfallen? Ja, ne? Nein, nein, nein. Nein, nein. Natürlich. Was zum Teufel? Was zum Teufel war das? So, jetzt werdet ihr meine herablassende Art mal kennenlernen. Ich habe mich gerade echt gefragt, was dieses blaue Dingi da ist. Warum? Ich frage mich gerade, warum ich so schnell übersteuere. Ich mach mal das Mikrofon. Oh, aua, sorry. Ich weiß gar nicht, ob ich übersteuere, aber OBS meinte, ich würde übersteuern, obwohl ich gar nicht so laut rede. Naja,
Da war doch ein kleines Viechchen. Und ich bin mir nicht sicher, wir haben es auf jeden Fall überlebt, aber... Oh. Ach so, klar. Hier sieht mich keiner. Okay. Manchmal denke ich mir, ob eine Taschenlampe vielleicht nicht sinnvoller wäre, aber... Möchte da schon wieder Kinder lachen? Na. So. Das Mikrofon scheint mir ein bisschen sehr empfindlich heute zu sein. Also Entschuldigung, falls die Folge bisher ein bisschen übersteuerig ist. Oh, hallo? Ich weiß gar nicht, werden wir gerade verfolgt? Muss ich irgendwas machen? So, cool. So, ich glaube, ich muss gleich mal... Alter, setz doch deine Füße auf mitten auf den Baum. Das wäre wahrscheinlich viel einfacher. Aber wer bin ich, ihm vorzuschreiben, was er zu tun hat? Nicht wahr? Geister? Manu! Komm, nachdem wir das gesehen haben, warum sollte man nicht in einen Baumstamm klettern? Das scheint mir keine gute Idee. Scheiß Ast. Ich dachte, da wird so eine Hand von oben hängen, weißt du so. Ah, wir sind, glaube ich, im Bereich der Beuligen. Ist das nicht schön? Gott sei gesegnet, hier gibt es Krankheit für jeden von uns. Und der Point of No Return, da kommen wir nicht wieder zurück. Schön. Aber die Beuligen, ich glaube, also ist wahrscheinlich in der Art von wegen, ja, irgendeine Seuche, ist wahrscheinlich. Ja, toll. Also, oh, die Beulenpest könnte eine Seuche sein. Wer bist du denn? Hat die gerade dahin gekackt? Ich würde sagen, ja. Okay. Ich fühle mich gleich recht wohl hier. Oh, ist das schön hier. Ich fühle mich richtig wohl. Ich würde ja... Also, ja komm, wir hören die uns an oder lesen die durch, wenn es nicht mehr so Gestöhne im Hintergrund ist. Ich, schau mal erstmal nach, was haben wir denn hier? Oh. Ihr lebt aber... Schön. Oh, hallo. Die braucht er ja nicht mehr, ne? Alles gut. Ich finde das auch schön, dass die Batterien, die diese rumliegen. Boah! Alter! Muss der mich denn? Nee. Das war nicht nötig. Das war echt nicht nötig. Oh Mann, ey.
So widerlich. Ja, ich. Also, ich würde ja helfen, aber ich glaube, ich kann nicht. Ne? Beziehungsweise, ich bin mir sehr sicher, dass ich nicht kann. Das nächste Büchli. Cool. Was ich sagen wollte, bevor mich der Mann auf rudeste Art und Weise angebrochen hat. Ich finde das sehr nett, dass die immer volle Batterien rumliegen lassen. Ne? Oh Mann, ey. Da ist ein Verband, da muss ich rein. Hi, ja, dich stört das nicht, ne? Danke. Ihr hochgradig entstellten Menschen braucht ja auch keine Verbände, oder? Nee, oder? Nein. Oh. Ah, ist schon ein bisschen sehr überzeichnet, oder? Was war das? Mist. Was ist da passiert? Ich will zumindest den. Ja. Ich weiß ja nicht, was da passiert ist, aber. Oh, ich sehe gerade. Wir werden es auch erst in der nächsten Folge rausfinden. Bis dahin. Besten Dank fürs Zusehen und man sieht sich dann in der nächsten Folge. Ciao!